Moin, herzlich willkommen. Hey, ich glaube, ich habe gerade gesagt. Nee, ich weiß gar nicht, wie ich mich heute Morgen verabschiedet habe in der Folge. Ich bin da etwas durcheinander gewesen. Irgendwie im Moment habe ich das mit meinen Zeiten nicht so. Ich habe da so ein bisschen den Überblick verloren durch diese ganzen Sonderfolgen, die ich jetzt zwischendurch eingeschoben habe. Diese drei Stück, weil ich ja wieder auf Stand bleiben wollte. Und ja, auf jeden Fall haben wir es jetzt Samstagnachmittag, wenn mich nicht alles täuscht. Und wir haben gerade eine Silagegabel gekauft, um zu gucken, ob dann der Cosplay-Kurs ein bisschen besser noch funktioniert als bisher. Der funktionierte ja prinzipiell schon ganz gut, nur hat der Radler sich mal festgefahren. Ich hoffe, dass er jetzt irgendwie nicht mehr so weit ins Silo reinfährt, weil die Schaufel eher voll ist oder was. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Wir werden sehen, was da passiert. Auf jeden Fall sind wir jetzt gerade auf dem Weg zurück zur BGA. Und parallel haben wir zwei Big M laufen, die Silageballen machen. Weil wir einfach Silage brauchen. Klar, ich könnte jetzt natürlich auch von der Silage vom von der BGA was nehmen. Und das dann runterbringen zum, zum Rinderhof. Aber das mache ich nicht. Nö. Brauche ich nicht. Wir sind ja auch gleich da. Ja, ey, verzeiht mir das, wenn ich da irgendwas gesagt habe mit den Zeiten oder so. Ich bin da irgendwie gerade nicht so konzentriert. Ich weiß gar nicht warum. Geht mir selber voll auf den Keks. Ja, auf jeden Fall sind jetzt auch die Folgen immer relativ aktuell, nicht so viel im Vorfeld produziert, wie ich das jetzt von meinem Urlaub gemacht habe. Und die Folgen, die ihr dann, also die Folge, die ihr zum Beispiel jetzt letzten Sonntag gesehen habt, die war fast 4 Wochen im Voraus produziert. Fast 4 Wochen. Das ist schon krass, finde ich. Und diese Folge hier, die ist jetzt Samstagnachmittag. Wann produziere ich die? Dienstagabend. Ja, also ne, nicht mal eine Woche alt. So, mal eben beobachten, was er jetzt macht. Mit der Silagegabel. Sieht ja nicht so schön aus. Muss ich vielleicht gleich nochmal eben einmal ran und die Schaufelpositionen anpassen. Aber dann sollte das eigentlich passen. Muss er die nur noch verkaufen. Ja, macht doch. Ja, das wollen wir uns noch mal eben angucken und dann machen wir auch gleich weiter. Und gucken uns mal Produktionen an. Beziehungsweise unten am Rinderhof wollte ich ja noch mal, da muss ich aber, ja. Nee, doch nicht, da kann ich gleich noch mal was gucken.
Da bin ich ja im Moment noch am Kraftfutter verteilen. Wir müssen dann auch Rinder abfahren. Wir haben viel zu viele Rinder da. So. Bis jetzt sieht es ja gut aus. Gut, lassen wir das mal. Aha. Da ist keine Gülle mehr, deshalb können wir da kein Dingens mehr produzieren, okay? Kein Dünger mehr produzieren, weil wir keine Gülle haben. Na denn, dann ist dem so. Haben wir hier über 150.000 schon mal drin. Da ist die hier produzieren auch wieder. Ach, Silage war hier schon so viel drin. 404, ach nee, Kraftfutter brauche ich ja. Ja, 150.000 Kraftfutter ist hier jetzt drin. Ich meine, Kraftfutter ist ja nicht so, dass ich hier keins mehr hätte, ne? Ich habe oben habe ich irgendwie 800.000 Liter davon. Ja, jetzt kann ich mal hier durchfahren. Nein, ich fahre da nicht durch. Doch, ich fahre da wohl durch. Und zwar will ich sehen, wie viel Silage, wie viel Kraftfutter wir hier drin haben. Wenn ich das hier einigermaßen gleich hinkriege. Ja, hier ist auch fast nichts. Das heißt, die nächsten beiden Ladungen kommen jetzt hier rein. November kommt LS19. Das heißt, es kommt locker einen Monat später als geplant. Das heißt, es sind noch fast 4 Monate bis dahin. 4 Monate, das sind 16, 17 Wochen. Das sind noch 140, 150 Folgen LS17. Also werde ich wohl noch die 500. Folge schaffen. Mit LS17. Ey, jiha. Kommt alles 19. Passt mir ganz gut. Ende November. Kurz nach meinem Geburtstag. Müsste ja auch dann bald leer sein.
läuft das hier? So, jetzt holen wir noch den letzten Rest da raus. Dann gucken wir mal, was da an Mist angefallen ist. Holen dann den Mist, fahren den hier zur Düngerproduktion. Boah, das ist ja viel. Was da angefallen ist, mein Gott. Ey, hoffentlich krieg ich das noch irgendwo unter. Wow. Unfassbar. Wahrscheinlich ist da der Mist auch schon voll. War noch nicht voll. Schön, aber jetzt brauche ich hier eigentlich erstmal Gülle. Gülle habe ich nicht. Gülle habe ich nicht. Schade. Ja, schade, hat also nichts gebracht. Ja, vielleicht doch mit der Silagegabel, man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Ich finde diese Hallen viel zu groß. Viel zu groß, aber hey. Was soll's, ich will mich da nicht drüber aufregen. Also jetzt mal, ist mir so mal aufgefallen mit diesen paar, zwei kleinen fisseligen Traktörchen da drin. Finde ich die viel zu groß. Aber bin ja wahrscheinlich nur ich, der das so sieht. Mal gucken, wie es überhaupt meinen Produktionen geht. Was sagt die Käserei? Ah, die ist fast voll. Milch. Ah, passt kaum was rein. 28.000 rein. Ich habe aber noch, weiß ich nicht, wie viel 100.000 im. Wieso läuft die Produktion nicht? Was fehlt hier? Leere Paletten sind da. Papierpaletten sind da. Auch 300.000 rein. Ne? Gut, wir müssen leere Paletten dahin bringen. Ihr habt's gehört, die Zeit ist um.
alles auf Hochtouren. Hier ist von allen nicht da. Da, kann man so sagen. Dann können wir bald Geld verdienen. Ja, auf jeden Fall, wenn es euch gefallen hat, ihr wisst das, hinterlasst mir ein Like, einen Kommentar oder ein Abo. Auch da ist genug da, sehr schön. Sehr schön. Papierpaletten, da gucken wir uns doch nochmal eben da oben an. Nee, Kutter nicht, Zellstoffe. Besuchen, ach, Papierpaletten. Die arbeitet gerade nicht, weil hier die Spawner schon wieder voll sind. Ja, so. Okay. Ach, ich wollte noch mal rüber zum Palettenlager. Besuchen. So, hier ist das neue Palettenlager. Ja, das ist doch schick. Das ist doch cool. Cool aus Lebensmittel. Drin. Aufrollen. Aha. Okay. Erschließt sich mir jetzt nicht so ganz, warum das so ist, aber ja, gut. Das werde ich dann mal dem Fed schreiben und fragen, warum das so ist. Naja, schauen wir mal. Alles klar. So, in diesem Sinn bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen und sage erstmal ciao.